So, da schalten wir doch noch mal rein. Live-Übertragung in den Vault. Wollen wir doch mal sehen, ob unsere lieben Herr und Damenschaften sich vergnügen. Also, nehmen wir gleich mal... wir nehmen das... Wir haben wieder ein Baby bekommen, Carolyn King. Ist nämlich von Istvan King die Tochter. Was ist denn das? Nützlicher Tipp. Baust du ein Forschungslabor, kann dein Vault Red Array produzieren und die Strahlungswerte der Bewohner verringern. Das ist sehr gut. Das bedeutet also auch, wir bauen mal ein Forschungslabor, während die... Ach, was geht's mit dem Kind da rein? Gib dem Baby einen Namen, Ralph King. Wir können das hinterher auch alles noch ein bisschen ändern. Stimpax. Hier sind... Die sind alle fleißig. So, dann haben wir hier... Was hast du denn da? 256. Naja, toll ist es nicht. Wir geben mal... Hier, was machen wir? Wo geben wir denn mal die Pistole hin? Wir geben jetzt mal jemandem hier eine Pistole. Die hier ist gut in P. Dicke, komm mal mit. Hier, da geht's rein. Die da ist gut in C. Die lassen wir mal hier oben stehen. Der ist auch... Der ist gut in... Ach so, P-E-A. P-E-A-L. Ja, super. Naja, löscht mal das Feuer. Ihr kriegt das schon hin. Jetzt kann ich in der Zeit, wo ihr das Feuer löschen, kann ich keinen... einen Raum zuweisen. Naja, komm, ihr macht das schon. Dann bauen wir mal ein Forschungslabor. Auch das können wir jetzt aber gerade nicht machen, weil wir gerade nämlich hier ein Problem haben. Weil die Hütte uns abbrennt, lösche ein Voltfeuer. Na bitte. So, also nochmal, der kann P, E und A. P. E haben wir noch nicht. A. Dann machen wir den hier rein, gibt's was zu essen. Und was haben wir mit dir noch hier? Warte mal. Ist die schon dick? Die ist nicht dick. Ey, der letzte doch. Dann nochmal, geh nochmal hier. Ist das noch ein Kind? Nee. Warte mal, was geht hier ab gerade? 2 P-E-A-L. So, pass mal auf. Den wollten wir hier haben. Ja, das ist, weil die durch das Feuer gerade... Ich weiß nicht, was hier gerade los war. Aber... Jeremy! Sharon! Ist sie doch erst noch ein Kind? Jetzt quaken sie, jetzt geht's los. Na, also bitte geht doch. So, der hier, der ist jetzt wieder da. Das ist jetzt unser super Spezialagent. Der ist sehr gut in S. Dann packen wir den mal da rein. Dann geben wir mal hier unten einem diese kleine Pistole. Die ist nämlich nichts Besonderes. Die Hauptsache, dann haben sie, wenn sie ein paar Kakerlaken haben, kann dann die nehmen. Jetzt müssen wir Red Away produzieren. Oder kannst du Red Away nehmen? Doch, eins kannst du nehmen. Klar, und noch ein Stimpack. Und dann, da geht's gleich wieder auf die Suche nach draußen. Stärke Plus ist besser. Der hat jetzt im Moment ein Apokilan. Das hier ist Stärke Plus. Stärke Plus ist gut für draußen. Na dann, auf in das Ödland. Du nimmst aber diesmal die, alle drei Medipacks nimmst du mit. So. Viel Spaß, have fun. Auf baldige Wiedersicht. Und jetzt können wir hier ein Forschungslabor bauen. Für ganze 400 Taler. Haben wir die? Die müssten wir doch haben. Aber, wie ich das machen wollte, das müssen wir erstmal wegmachen. Gut, dann nehmen wir für 400 Dollar das Forschungslabor. Jetzt brauchen wir da aber auch jemanden drin. Oh, ich weiß nicht, wie viele Leute haben wir gar nicht. Die Kinder müssen erstmal groß werden, das nützt alles nichts. Stimpack mitnehmen. Gleich mal ein, nochmal hinterher, dann müssen wir gleich noch eins bekommen. Erfolgreich. Für Tempo sind 5 Räumen durch. Hier, kann man hier mal Tempo machen? Ich brauche Leute. Ich brauche Kinder. Aber hier, ich glaube, hier muss auch Intelligenz rein, ne? Intelligenz. Dann müssen wir hier mal die beiden nehmen. Müssen wir jetzt mal so. Müssen wir Folgendes machen. Du hier nach da. So.
Dass wir wenigstens eine Person pro Raum haben. Alles klar. Jetzt haben wir Wasser, wir haben Strom, fehlt ein bisschen. Soll noch 7 Minuten dauern, na dann ziehen wir doch mal durch. 31% ist natürlich schon, aber hat geklappt. Haben wir auch Strom wieder drin. Essen. Füge 2 Räume zusammen. Aha. Essen haben wir und dann machen wir jetzt gleich mal direkt noch... Ah, bitte, geht doch. Da, Schmusi, Schmusi, das läuft doch hier. Das läuft doch. Also hier gab es Essen. 30% Unfallgefahr, da ich noch eins hinten rankomme. Dann haben wir vielleicht Glück. Jawohl, noch einmal, dann kriegen wir diesen auch erledigt. Diesen, wisst ihr nicht, was das hier ist? Quest, diese Quest. Unfall 29%, soll noch 46 Sekunden dauern, dann machen wir es mal nicht. Das soll noch 4 Minuten dauern, na dann zieh mal durch. Gib dir mal Mühe. Geht doch, so, 5 von 5. Abgeschlossen, na bitte, gib dir auch schön Kronkorken. So viel gibt's gar nicht. So viel kann gar kein Mensch saufen hier. Noch 9 Minuten. 40%, das ist mir schon zu heiß. Also bei 30%, da gehe ich noch mit. Oh, was ist mit dir? Die Tante ist schwanger und die kann nicht besonders gut. Aber die hat ein bisschen was bei I. Na dann ab hier runter in die Redaway-Station. Bis kurz vor der Geburt darfst du noch arbeiten, junge Frau. Was hast du da noch? PECI, der hat auch ein I. Dann. Was soll es? Hier, wir brauchen eh Medpacks. Medipacks. Nützt alles nichts. So langsam wird er wohlt. Wie du siehst, das Lager auszubauen, im Moment ist es noch ein bisschen irrelevant. Aber auf jeden Fall diese beiden Sachen hier unten. Guck mal, wir könnten sogar noch eins bauen. Wir nehmen mal noch ein paar Medipacks. Das heißt, wir nehmen noch eine Krankenstation. Ah, die kostet 500. Das können wir uns aber leisten. Dann ziehen die noch hier ran. Haben wir wieder das, aber wieder was erledigt. Super. Aber 500 Taler haben wir damit nicht gekriegt. Und dann sehen wir, jetzt dauert es 18 Minuten. Dann kriegt man aber gleich 3 Stimpacks. Und bei nur 30% Unfallgefahr nehmen wir das mal. Ja, bitte. Das gibt Stimpacks. Gut, gut. Sehr, sehr gut. Wir haben die Produktion maximiert. Gute Arbeit. Haben wir denn noch eine Chance? Bei 40 nicht. Das machen wir nicht. Ist immer noch, immer noch eine gute Prozentzahl, 40%, ne? Also das würde bedeuten, noch nicht jeder zweite geht da schief, aber das ist mir auch zu heiß. So, Kinder, 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 wir müssen mal gucken, dass die erwachsen werden hier mal irgendwann. Können wir hier, oh, wir haben 17 Personen im Haus. Wir können das nach Jobs sortieren, da können wir sehen, derjenige erkundet gerade, das ist Arthur Hicks, der sollte gut erkunden können jetzt mit seiner Ausrüstung und seiner Pistole. Im Generatorraum, in der Wasserbehandlung, Krankenstation, im Diner und die sind noch 3 Kinder. Warum aber jetzt hier bei Kind erledigt steht? Es ist kein Kind mehr. Was? Kind, Kind. Achso, das war, die waren fertig. Die hatten gerade Pause gemacht wahrscheinlich. 2 Kinder haben wir also noch am Start hier. Das gibt das auch dann. Da steht nämlich dann da Kaffeepause, wenn die nichts machen hier, wenn die einfach nur rumrennen. Wie sieht es bei euch hier aus? 1 Minute. Macht mal. Stimwax können wir nicht noch hinten ranhängen. Hier Stufe 4 immerhin schon. Guck mal, die Leute, die werden auch immer stärker. Ich hatte mal das Problem, da sind die immer mehr verstrahlt. Da wusste ich nicht, woran das liegt. Das weiß ich auch heute nicht, aber wir haben ja jetzt Stimpaks. Guck mal, der hat schon die ersten 25 Kronkorken gefunden. Einwandfrei. Der ist schon Stufe 5. Den lassen wir wieder ein paar Stunden laufen jetzt hier. Den lassen wir laufen, bis er stirbt. Das ist alles nichts. Noch einen können wir nicht rausschicken, weil wir nämlich nicht genug... Wir bräuchten Leute, die schön stark sind. Stark ist ja, glaube ich, Generatorraum. Also alles, was irgendwie so ein bisschen S nach oben bringt, das können wir in die Wildnis schicken. So, was sind denn jetzt weitere Aufgaben hier? Questbuch? Wir sehen, das sind unsere Waffen. Na gut, das ist nicht so doll. Lager? Hier. Halte 8 Unfälle auf. Na gut, kein Thema. Weise 4 Bewohner dem richtigen Raum zu. Na, wenn das mal nicht... Was?
Hä? Okay, den checke ich jetzt nicht. Verkaufe eine Waffe oder ein Outfit. Ah, warte, da können wir ins Lager gehen. Haben wir denn? Haben wir denn noch was übrig? Wir haben noch ein Outfit. Guck mal, C plus 1 und I plus 2. Zu schade, um es zu verkaufen, aber. Ja, was soll man damit? Weg, komm, fort. Im Moment ist es doch egal. So, aber wir haben jetzt eins mit I plus 3. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier unten der Dicken, dem Kind nicht, oder der Dicken, oder dem da, der kriegt jetzt einen Kittel. Intelligenz plus 3. Ist gut. Waffe und Outfit haben wir verkauft. Passt schon. War falsch. Falscher Knopf. Dahin drücken. Da wollen wir noch aufleveln. Sammle 100 Nahrung. Das gucken wir nochmal. Weise 4 Bewohner im richtigen Raum zu. Das checke ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht sind das dann die neugeborenen Kinder. Keine Ahnung. Sammle 100 Nahrung. Na, dann gehen wir doch mal gucken. Nahrung. Soll noch 2 Minuten dauern. 39%, das ist dann doch ein bisschen heftig. Na, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So, na gut, dann haben wir wieder mal ein bisschen was geschafft heute hier. Wir haben wieder den einen Typen ins Ödland rausgeschickt. Der arme Kerl muss hier bluten für alle. Guck mal, hier könnten so noch 2 rein. Da bräuchten wir aber halt nur noch 2. Wir haben ja Kinder. Die müssen nur groß werden. So, und dann müssen wir bald schon den nächsten Fahrstuhl nach unten ransetzen. Dann müssen wir nämlich schon wieder bald einen Generatorraum bauen. Das wird ja alles ein bisschen stressig. Stressful. Du siehst, wir können jetzt hier einen noch ran und dann nochmal 1, 2, 3. Das heißt, wir können also hier 2x6 Zimmer machen. Und wir werden auch versuchen, wirklich so lange das geht, solange es irgendwie geht, werden wir versuchen, wirklich die Räume erstmal groß zu kriegen und nicht irgendwie zwei. Also der ist ja nur schon eine Generatorstation. Da haben wir keine andere Wahl, da müssen wir noch einen zweiten bauen. Aber solange wir es vermeiden können, die zu unterbrechen, die Räume, machen wir das auch. Tja. Und gibt's was Neues bei dir? 200 EP erhalten. Okay. Ein Red Pack könnte der noch gebrauchen, hat er aber nicht mit. Naja, gut, wir werden es ja sehen. So, und dann. Wieder was geschafft. Wir gucken einfach in ein paar Stunden wieder rein. Bis dahin sage ich dir vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht, wenn du was dabei gelernt hast, dann würde mich das sehr freuen. Aber ich glaube, ich habe hier nichts gezeigt, was man irgendwie lernen könnte. Außer, dass das Gameplay relativ unspektakulär ist. Wir gucken mal, wo es uns noch hinführt. Ich sage erstmal danke für alles, fürs Zusehen, für deine Unterstützung und so weiter und so fort. Und wir sehen uns vielleicht woanders oder demnächst mal irgendwann wieder. Lass es dir gut gehen und tschüss.